Klaas möchte mit dem neuen Xerion an der Konkurrenz vorbeiziehen. Bei uns erfahrt ihr, wie das gelingen soll. Ja, hallo zusammen, liebe Freunde der Profi-Landtechnik. Heute sind wir hier in Vorpommern, um euch ein neues Produkt aus dem Hause Klaas zu zeigen. Dafür ist der Ingo Kirchbeck bei mir. Ingo, erzähl mal, was habt ihr denn hier Schönes Neues hinter uns stehen? Ja, ich würde euch gerne unseren neuen Großtraktor zeigen. Ich bin der Produktmanager bei uns in der Entwicklung, also das heißt der Landwirt, der dann die Anforderungen der Kunden weltweit übersetzt in technische Anforderungen. Und auf der Basis haben wir in 2017 angefangen, dieses Fahrzeug zu entwickeln. Und hier würde ich euch das gerne einmal zeigen. Das Gute war, wir haben 2017 mit einem leeren Zettel angefangen und haben dort Kunden weltweit interviewt. Das heißt, die Großkunden, also ihre Berufskollegen zum Beispiel, haben wir aus Deutschland, aus England, Rumänien, Osteuropa, Australien, Nordamerika interviewt. Ganz klar, was sind die Anforderungen? Und das, was uns zurückgespielt wurde, war eigentlich die Hauptthemen. Das Thema Fahrer, ne? Also die guten Fahrer unterstützen, dass sie einen entspannten, relaxten Tag in der Maschine haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Studenten, die Aushilfsfahrer, die Überbrückungsfahrer dorthin zu bekommen, dass die mit diesem Fahrzeug fahren, dass sie damit hohe Effizienz fahren können. Kraftstoffkosten werden immer wichtiger, auch ressourcenschonend fahren können. Das war ein großer Schwerpunkt zum Beispiel. Das Topmodell wird 653 PS haben. Aber in der Kombination der Mercedes-Motor, 15,6 Liter Hubraum, 3100 Newtonmeter bei niedrigen Drehzahlen und natürlich ein stufenloses Getriebe. Das heißt, wir haben auch hier die Anforderung bekommen, stufenlose Getriebe helfen hier auch einmal Kraftstoff zu sparen. Der Fahrer hat es entspannter, weil ich drücke den Tempomatknopf und das Fahrzeug arbeitet die gesamte Zeit in einer hohen Effizienz. Wir haben es einmal so, dass wir ja, wir haben vorhin ja schon gesagt, die Rabe-Achsen verwenden, die wir beim 784 auch seit vielen Jahren kennen. Dann sieht man hier, seitlich kommt die Befestigung, also das angegossene Befestigungsteil der Achse endet hier vorne. Hier vorne ist das Raupenband angeschlossen. Das heißt, hier ist die Verbindung zur Mitte. Hier ist der erste Drehpunkt. Das heißt, das ist die Verbindung vom Traktor zur Raupe. Hier ist die Verbindung des Unterwagens. Die ist hier mittig. Hier haben wir keine Mittenrolle unter dem Drehpunkt. Und was noch wichtig war für uns ist, dieser Bereich ist hier nochmal gelagert, hier hinten. Und die beiden großen roten Rollen und die beiden Mittenrollen sind komplett hier an diesem unteren Fahrzeug dran, was einmal hier verbunden ist und hier über ein Dämpfungssystem verfügt. Vorteil dieses Dämpfungssystems ist zum Beispiel, dass diese kleinen Vibrationen, die man den ganzen Tag hat auf der Straße, abgefedert wird, aber natürlich auch die größeren Schläge hier auch nochmal gedämpft werden. Fokus ist Langlebigkeit der Raupen und natürlich auch Komfort des Fahrers in der Kabine. Das Wichtige bei diesem System ist, dass wir einen großen Umschlingungswinkel haben. Je größer der Umschlingungswinkel ist, habe ich natürlich auch mehr Eingriffe vom Metall in diese Klötzchen, die man hier seitlich sieht, und dementsprechend eine gleichmäßige, bessere Übertragung der Kraft. So, wir haben euch jetzt nochmal mit in die Kabine genommen. Die Kabine ist ja auch ein extrem wichtiger Punkt, ne? Der Fahrer verlebt eigentlich seinen ganzen Tag drin und da haben wir schon sehr viele Anforderungen gekriegt und natürlich auch die Themen, die wir in unserem 784 haben, auch nochmal mit aufgenommen. So, das heißt, was sind die großen Änderungen dieser Kabine? Ihr könnt wahrscheinlich schon sehen, das, was man hier so sieht, das ist die neue Kabine, die wir auf einem Lexion und auch auf einem Trion Mähdrescher haben. Hier war aber ganz klar die Forderung, wir brauchen mehr Beinfreiheit. Das heißt, ihr als Fahrer wollt mehr Beinfreiheit. Deswegen haben wir zum Beispiel die Trion Kabine genommen und haben die Frontscheibe 27 cm nach vorne geschoben. Eine wichtige Anforderung, wie gesagt, hier unten Fußrasten, die kommen hier vorne dran. An diesem Prototyp zum Beispiel sind die noch nicht verbaut. Die große Änderung auch beim 784 ist es so, ich kann den Sitz um 20 Grad drehen. Bei dieser Maschine ganz klare Forderung auch von euch war ja 40 Grad drehen des Sitzes zu erlauben. Das heißt, ich kann frei den Sitz 40 Grad zur Seite drehen, habe dort unten dann meine beiden Fußrasten. Das heißt, ich kann mich hier ganz entspannt hinsetzen, habe verschiedene Positionen, wie ich meine Füße dort drauflegen kann und kann ganz entspannt mein Anbaugerät überwachen. So, wir sind jetzt am Heck unseres Prototypen angekommen. Hier sieht man noch ein paar Sachen, die es so in Zukunft nicht geben wird. Hier sieht man noch die heute verbauten Shapeline, so nennen wir sie intern, die Rückleuchten. Da werden wir zur Serie und auch zur Vorserie eine neue Rückleuchtengeneration haben, die sich besser auch ins neue Design eingliedern. Es gibt bei der Variante, es gibt eine Hydraulikpumpe,
Die kann ich bestellen. Das sind 220 Liter mit 5-6 Steuergeräten. Ich kann 2 Hydraulikpumpen bestellen. Dann habe ich eine 220 und eine 225 Liter Pumpe. Und wenn ich für die Airseeder einsetze in Nordamerika, kann ich auch sogar 3 Pumpen bestellen. Das sind dann 537 Liter Öl, nur für die Steuergeräte oder für das Anbaugerät verfügbar. Jetzt aber genug der technischen Details. Wir wollen mit dem neuen Boliden raus aufs Feld. Um zu sehen, was der neue Xerion wirklich drauf hat, haben wir einen 8 Meter breiten Köckerling-Vektor angespannt, den wir dann 30 cm tief durch die leichten Böden Vorpommerns gezogen haben. Bei weniger als 2% Schlupf brachte der Xerion es unter Volllast auf rund 9 km/h. Natürlich lässt sich der Fahrkomfort in der Kabine bei dem Vorserienschlepper noch nicht abschließend bewerten, aber in Sachen Beinfreiheit und Rundumsicht hat man in Harsewinkel in jedem Fall einen großen Schritt nach vorne getan. Gleichzeitig findet sich zumindest jeder Klaas-Fahrer sofort mit dem bekannten Bedienkonzept zurecht, um den neuen Boliden über den Acker zu steuern. Während in anderen Ländern sicher auch die Radversion des neuen Xerion zu finden sein wird, sind die Raupen für alle Märkte mit begrenzter Transportbreite die Lösung, um die 653 PS in Zugleistung umwandeln zu können. Leer wiegt der Xerion laut Klaas 25,4 Tonnen. Wir waren bei unserer Probefahrt mit knapp 29 Tonnen unterwegs. Für die Ballastierung gibt es vorne den 1,8 Tonnen schweren Frontgewichtsträger und hinter der Kabine eine 1000 Kilogramm schwere Grundplatte. Darauf können vorne und hinten 400 Kilo Platten bis zu einem Gesamtgewicht von 32 Tonnen aufgelegt werden. Da Klaas die neue Xerion-Generation als reine Zugmaschine konzipiert hat, gibt es weder ein Fronthubwerk noch eine Drehkabine. Mit dem zweiten Tank hinter der Kabine sind aber immerhin 1400 Liter Diesel an Bord, die für mindestens 12 Stunden bei durchschnittlicher Auslastung reichen sollen. Exklusiv für euch durften wir bei Klaas bereits Aufnahmen von dem serienreifen Xerion machen. Seht selbst! Klaas führt mit dem Xerion auch eine neue Typenbezeichnung ein, wo hinter Serienname und Nummer die gerundete Maximalleistung steht, die hier von dem großen Mercedes-Sechszylinder erzeugt wird. Doch werfen wir einen Blick in das finale Design der Kabine. Der neue Sitz bietet zwar keine Massagefunktion, aber ist natürlich mit Heizung und Lüftung ausgestattet. Außerdem gibt es viele weitere Annehmlichkeiten für den Fahrer, wie den großen aktiven Kühlschrank oder die Fußrasten, um die Beine nach vorne oder seitlich ausstrecken zu können. Auch draußen hat Klaas an den Fahrer gedacht und sowohl ein großes Fach für Werkzeug, Fettpresse und Luftschlauch vorgesehen, als auch einen Wasserkanister zum Händewaschen. So ist man bestens für lange Arbeitstage im Feld gerüstet. Alle weiteren Details, wie sich der Xerion auf der Straße fährt und natürlich auch die Preise für den neuen Ackerboliden, lest ihr in unserem exklusiven Fahrbericht in der August-Ausgabe von Profi. Am besten bestellt ihr noch gleich ein vergünstigtes Mini-Abo. Außerdem unbedingt unseren YouTube-Kanal abonnieren, um auch künftig exklusiv über alle Landtechnik-Neuheiten informiert zu sein.